Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und dem Beagle. Boah, das war jetzt eine Tortur. Ich hatte eigentlich schon angefangen, den Part aufzunehmen und auf einmal stürzte mir das Spiel ab. Und das war ja das, was ich in Teil 1 gesagt habe, dass ich da ein bisschen Angst vor bei Teil 2, weil das hat mir auch so schon beim Zocken damals Probleme gemacht. In Teil 1 hatte ich wenigstens an gewissen Stellen ein Autosave. Hier habe ich das nicht. Das heißt, wenn ich nicht dran denke zu speichern, dann lande ich auch schon mal vor dem Big Daddy und musste die ganze Little Sister Geschichte nochmal machen, komplett. Kann sein, dass ich jetzt besser, schlechter ausgerüstet bin. Geldtechnisch bin ich ebenfalls schlechter ausgerüstet. Zwischendurch habe ich auch noch Steuerungsprobleme gehabt, weil na, ich musste mir Schnellspeichern einrichten und habe dabei aus Versehen die Taste für Schuss umgelegt. Ich habe jetzt Schnellspeicher mir auf P gelegt. Ich werde jetzt des Öfteren speichern, einfach weil ich nicht weiß, warum es abgestürzt ist. Da ist PlayStation einfach so viel einfacher. Ich habe den Knopf jetzt schon gedrückt. Kann ich durch? Danke. Jetzt schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das abgestürzt ist. Ich weiß es einfach nicht. Entschuldigung, Maschinchen. Entschuldigung, kleines Maschinchen. Was ist denn jetzt los? Meine Maus stickt nicht. So, ich habe nicht genug Kohle für irgendwas. Das ist gut. Nicht, natürlich, nicht. Nicht im Weg rumhocken. Danke. Ich möchte aber gerne Munition haben. Nur ein bisschen. Und eigentlich möchte ich auch gerne ein Medikit haben. Scheiße auf die Kohle. Und jetzt bin ich gespannt, ob es gleich wieder abstürzt an der gleichen Stelle. Als ich hier reingegangen bin, war es auf einmal weg. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, schnell speichern. Nein, niemand weiß, warum. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Nö. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Bekloppt. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Lügenbaronin, Lügenbaronin. Abfackeln. Auf 3. Ich lieb das ja irgendwie. Erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Ja. Achtung, Feuer breitet sich aus. Habt ihr gewusst, Feuer breitet sich aus. Habt ihr Sound? Oh no. Doch, habt ihr. Gesundheitsupgrade in jedem Fall. Eveling ist eigentlich auch gar nicht. Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplasmids. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken? Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Karl hat ein Problem. Karl hätte sich das Abfackelplasmid kaufen sollen. Ich bin gerade so geschädigt, weil ich so viel nachspielen musste und es einfach nicht witzig. I'm afraid. Ich würde sagen, wir gehen. Eigentlich sind wir noch nicht so. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind doch schon so weit. Wir sind doch scheinbar schon so weit. Oh nein, 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 nein! Hol mich der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja. Komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Danke.
Ich war nicht bereit dafür, aber kein Stück. Ich gehe mal noch mal nach unten shoppen. Ach du Scheiße, nee. I was not ready for this. Okay, versuchen wir es mal so. Ich dachte eigentlich, die kommen immer nach einer gewissen Anzahl Little Sister. Also sprich, wenn ich so und so viel Little Sister gerettet oder ausgebeutet habe, taucht die auf. Aber nein, die kam jetzt an und hat sich gesagt, nein! Ich hasse mein Leben und ich hasse dich! Ja gut, ne? Passiert. Passiert. Ich kann Eis wegschmelzen. Sag. Einer mit dir. Und etwas zum Hören. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Ich bin falsch. Er hörte mich im Limbo rumsingen und kam an, ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Und Rapture war sein. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe: Erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Eine einzige mit Grace große werden wir Familie. Auch noch mehr zu tun haben. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Warum habe ich das Gefühl, dass du mich verarscht? Ich meine ja nur. Es tut mir leid, Leute, ich bin so geschädigt gerade. Ich musste so viel nachspielen. Na? Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Ich glaube dir nicht. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ja. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Merkst du es immer noch nicht? Ich mach. Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Ja, ja. Au. Warnung, du bist dabei, das Level zu. Du solltest sicher gehen, dass du alles erledigt hast, bevor du weitergehst. Wieso? Ich hab doch. Und tschüss. Ich blend mich mal aus. Habe ich mein kleines Maschinchen jetzt zurückgelassen? Oh no! Ich krieg ja neue. Popus Drop. Okay. Ich darf also mit der Bahn nie wieder zurückfahren? Ist das damit gemeint? Was ist das denn? Achtung! Subject Delta sitzt jetzt in Popus Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Ach du Scheiße. Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Mhm. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Passiert. Finde sie. Und besorg den Schlüssel.
Dann weiß ich ja meine nächste Aufgabe. Wie viele Little Sister gibt es hier? Zwei. Oh, hacken muss ich den Scheiß. Leck mich! Geh weg! Geh doch weg! Oh nein! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Jetzt habe ich wieder zwei für mich. So, jetzt habe ich wieder zwei für mich. Alles prima, alles gut. Ey, ich bin beim Hacken hier so unkonzentriert. Das ist der Wahnsinn. Ich sag das gerade noch, ne? Sicherheitstüren ist jetzt... Ach so, ja. Und ihr beiden kommt mit mir? Danke. Oh, es ist ein Rosie. Hey, Rosie. Eure Zeiten waren auch mal anders, ne? So als Andrew Ryan und Frank Fontaine noch da waren. Oh, was kann ich denn hier herstellen? Hier kannst du Plasmid und dann... Aha. Ja, aber ich habe ja nichts Besonderes, also... Nö. Muss also alles erstmal so bleiben, wie es ist. Gegner. Ich finde den Hinweis so geil. Feuer breitet sich aus. Ja, I know. Feuer breitet sich aus. In aller Regel ist es so. Wer hat denn da so Spaß? Ich will das haben. Nein. Was mache ich denn da gerade? Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Oh Gott, ich bin immer noch nicht eingeblendet, mal davon abgesehen. Nein. Und jetzt gibt mir das Geld. Und das Geld. Wo ist denn jetzt das andere Geld hin? Wo ist das Geld hin? Ich habe das Geld verloren. Nein, was soll's. Ach, hier bin ich. Ah, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Ich gar nicht. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Schrei nicht so. Hier ist alles andersrum. Rauf geht's runter, klug ist dumm. Hier ist alles andersrum. Wer lacht, der weint, der schreit, bleibt stumm. Hier ist alles andersrum. Au. Du bist zu der Zeit. Bitte komm zu mir. War ein bisschen heroisch von mir zu sagen, ich greife die jetzt an, ohne zu checken, ob meine Umgebung frei ist. Hacken. Und zwar versuche ich in Blau zu hacken. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal gucken, was die Olle hat für mich. Gib mal die Fallenmieten, die ich aus Versehen gewämst habe.
Ein Hacker. Ich habe einen Hackerfall und Nietenmunition gekriegt. Das ist ja geil. Nietenmunition, ja. Fallnieten brauchst du aber jetzt nicht, ne? Ein Autohacker nehme ich auch nicht. Ist da? Egal. Ich will mich erst hier umgucken, wenn es geht. Hier sind nur kranke Menschen unterwegs. Schön am Speichern, nicht, dass das Spiel wieder abstürzt, ne? Oh, Essen. Essen, Nahrung. Nahrung ist gut. Nahrung macht wieder gesund. Und ein Medikit. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Oh, alles nicht so leicht hier, Leute. Alles nicht so leicht hier. Ich weiß nicht genau, was mein Maschinchen da macht, aber ich lasse ihn einfach mal machen. Ich hoffe, mein Maschinchen folgt mir auch jetzt artig und ist nicht total verwirrt. Oh, das tut mir echt leid für dich. Niemand tut meinem Daddy weh. Hey, mal kurz retten hier. Oh, wow. Meine Fresse, nee. Hier geht's aber ganz schön rund. Das ist irgendwie schwerer als Teil 1. Und ich weiß noch nicht mal, woran es liegt, wenn ich ehrlich bin. Sie sind da, hallo, doch wissen Sie. Ich bin Ihnen überlegen. Sie wissen es. Das hat sich gelohnt. Ein Grammophon. Noch ein Familienmitglied mehr. Komm aus deinem Versteck, du Dieb! Ich? Ich bin ein Dieb? Die sind doch hier alle sowas von gestört, Leute. Ich hab mehr. Schutz! Selbstschutz! Okay. Gib. Gib Kohle. Oh, armer Big Daddy. Dennoch möchte ich mich hier um... Ein Zirkus der Werte! Kann nie verkehrt... Kann man mit dieser Leiche hier vorne... Kann ich die nicht, Nö. Schade, diese Leiche ist nicht für mich gedacht. Da ist ein Zirkus der Werte. Ich brauche... Wir haben es gefunden! Haben wir es gefunden? Okay. I give a fuck, ey. Was krieg ich hier geschenkt? Ein Medikit, schön. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich brauche mehr Kohle. Oh, hier? Ja? Okay. Dann sammel er dann. Du kriegst das hin, kleine Maus. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Ja, klar. Ich mag Feuer. Nö. Hübscher Engel, hübsche Haare, schmutzige Haare. Deiner Strafe.
Ja, ich bin ja. Ja. Hast du's, Kleine? Hast du's? Daddy, ich bin fertig. Ja, dann komm her. Er ist netter als andere Daddys. Okay. Ich bin netter als andere Daddys? Okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich natürlich leben, wenn sie mir das sagt. So, ich brauche Kohle. Wenn ihr also Kohle für mich habt, dann gebt mir eure Kohle. Was ist denn eigentlich dahinter? Ein Tagebuch. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Was bist du denn? Ja, ich weiß, schaff es doch. Mann, was bist du? Du Affe. Du siehst das Stückchen an Fädelchen. Ich hab keine Munition. Aua. Aua. Oh, Stickerchen. Alter, was war das denn jetzt? Ah. Ohne Witz, was war das jetzt? Nee. Scheiße. Oh no. Ja. Ach, hey, Jimini. Okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Munition, wenn ich jetzt an die Little Sister ran möchte. Nun. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Hm. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Okay. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir nächstes Mal. Ich bin ja froh, dass es hier geklappt hat und die Folge durchweg aufgenommen hat und das Spiel nicht abgestürzt ist. Nächstes Mal holen wir uns die zweite Leiche. Ich habe das Gefühl, dass wir danach noch mal gegen eine Big Sister kämpfen müssen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.